Ja, es gibt nichts Besseres als eine Wurst im Anja zu essen. Oh. Es ist. Nice. Rüstung ist jetzt neue Verbesserung verfügbar. Wir können jetzt die Rüstung verbessern. Oh Gott. Uff. Junge, ich bin noch nicht mal eine Stunde im Stream, ich bin jetzt schon nervlich am Ende. No. Ich bin nicht mal eine Stunde am Stream, ich bin jetzt schon. Ich bin einfach jetzt schon nervlich, so kaputt, Alter. Oh. Was ist das nächste Gefall? Der Legionär ist das nächste gefährliche Monster. Und dann ist es Udo, Rathalos und Diablos. Vor allem Diablos. Alter, Diablos wird. Unpaid in the ass. Mir wird schon schlecht, wenn ich dran denke. Oh. Ricevuto, signor. Tecnici, effettuate un'ultima revisione degli equipaggiamenti prima della partenza. Signor sì, Quartiermast, non possiamo trasferire la preda alla base, quindi preparatevi a svolgere le ricerche in loco. Sarà fatto, comandante. Sarà tutto in... Restate in ascolto. E la stella di Zaffiro vi illumini il cammino. Rompete le righe. Oh Gott, ich muss... Ich brauche ganz kurz ein paar Minuten für mich. Wow, il gran momento è finalmente giunto. Io non sto più nella pelle, e tu? Okay. Ja, man muss ja auch entspannt, man muss ja auch entspannt einen Fight gestalten, genau. Man muss ja auch einen Fight spannend gestalten. War mir ein bisschen zu spannend für meinen Geschmack, aber. Oh nein. Oh. Ich kann nicht mehr. Gut, dass wir jetzt Rüstung farmen und da ein bisschen chillen können. Oh. Also Rüstung wieder verbessern und dann auch wieder chillen können. Wie sehr möchtest du nervlich am Ende sein? Ja. Aber oh, wir haben sogar mehr Verbesserungen. Nice, okay. Vier Verbesserungen sogar. Bin mir nicht sicher, ob ich die Verbesserung gerade durchstehe. Was ist Ratjanhorn? Hier ist das Anjanhorn. Wir könnten das sogar schmieden. Was kannst du denn? Selbstverbesserung, Ausdauer zu reduzieren, Winddruck negiert, Verteidigung hoch, Gesundheitserholung. Gesundheitserholung S plus Gegengift. Wah! Ist das die Frage, ne? Ist das nützlich? Können wir das gebrauchen? Eigentlich nicht wirklich. Das hier ist ein Horn, was sehr gut für Lanze ist. Man muss ja bedenken, ne? Das geht ja auf alle Teammitglieder. Eine Gesundheitserholung ist gut für Lanze, Gesundheitserholung plus Gegengift ist auch ganz gut, Winddruck negieren ist richtig gut und Verteidigung hoch ist auch gut. Das ist eigentlich das ultimative Tankhorn quasi. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, dadurch, dass jetzt, was kann das hier noch? Also wir wissen nicht, was das kann. Wir müssen nochmal gegen Jura kämpfen, weil ich will gar nicht wissen, was der kann.
Wir müssen ja eh drei Monster platt machen, also von daher. Ich mach mal ganz kurz ein Eisenhorn. Aktoren. Nein, möchte ich nicht ausruhen. Das Einzige, worüber wir sagen können, so, hey, ne, Monster Hunter Notdurf haben wir geschafft. Die Waffe, aber die Waffe ist jetzt quasi weg. Das heißt, wir dürften, wenn wir jetzt das Spiel durchspielen mit Jagdhorn, dürften wir das Jagdhorn dann nicht nochmal benutzen. Das könnte man höchstens sagen. Also, dass wir quasi alle mit allen Waffen versuchen, Notdurf durchzugehen hier. Das wäre jetzt höchstens noch, wo ich sage, ja. Weil jetzt im Nachhinein drüber überlegt, so eine zweite Season von das hier, nur, dass man dann mit mehreren Leuten rumrennt, ist eigentlich komplett dumm. Ist eigentlich unlogisch. Rede mit der Wildexpertin. Machen wir. Die sagt uns so, hey, nimm die Zora Magdaros-Quest an. Ich komme auf ihr Outfit nicht klar, es tut mir leid. Ich kann ihr Outfit nicht handeln. Also warte, wir können eine neue Quest bekannt machen. Brauchen die. Machen wir als optionale Quest. Wir haben auch noch hier optionale Quest. Ist das im alten Wald? Nein, das ist im Witturm. Na, dann können wir das machen. Aber wieder alleine. Und dann fangen wir hinten bei der Elf an. Ich muss mal ganz kurz suchen, ob wir eine Jura-Untersuchung haben. Ich meine, die Knochenrüstung ist extrem billig, ne? Wir haben aber gute Verteidigungswerte. Ich glaube, das Feuer hätte uns nicht mal gewonnen, wenn ich so gerade drüber nachdenke, weil wir haben eine 10-fache Feuerverteidigung. Also eine 10-fache Feuerresistenz. Wir sind auch gut gegen Tobi gewesen, ne? Habe ich nichts davon gemerkt. Wir haben trotzdem richtig ordentlich aufs Maul gekriegt, aber das ist jetzt mal was anderes. Das heißt, Legianer wird trotzdem uns, können uns trotzdem one-shotten. Es ärgert mich ein bisschen, dass ich mit Reimling so reingeschissen habe bei den Legianer. Das ist so das Einzige, wo ich sage, ist traurig. Aber sonst eigentlich ist alles andere okay, I guess. Haben wir eine Jura-Dings-Quest? Nein, haben wir nicht. Gut. Macht nichts. Ja, mal ganz kurz wissen, wie ihr eigentlich solche Challenge-Runs findet. Findet ihr das eigentlich cool und interessant oder... Ich meine, das ist ja jetzt schon der 9. Charakter. Ihr seht jetzt schon, ihr habt jetzt schon neunmal diesen Anya-Fight, fast neunmal diesen Anya-Fight gesehen. Findet ihr das immer noch so spannend oder denkt ihr euch so, boah, Alter, kann der Typ mal fertig werden? Das wäre mal so interessant eigentlich zu wissen. Oder sind Leute einfach nur hier, um mitzuerleben, was für ein dünnsches ich laber? Ich habe jetzt außerdem keine Ahnung, warum ich eigentlich hier unten angefangen habe. Das war eigentlich scheiße. Weil ich brauche Blitzkäfer. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich nicht teleportiere. Mit wem redest du eigentlich? Mit meiner Hand. Wo geht's hier raus? Da. Mit den YouTube-Kommentaren. Das kommt ja noch auf YouTube. Also bis jetzt macht mir ja die Monster Hunter World in the Death Challenge ja noch Spaß. Noch macht sie mir Spaß. Die einzige treue Partner im Leben, true. Handrea hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich glaube, spätestens wenn ich beim Gen Receiver mal gestorben bin, also beim letzten Monster, weiß ich nicht, ob ich diese Challenge dann weiter machen möchte. Ich meine, der Tod beim Nergigante hat schon sehr weh getan, da bin ich ehrlich. Der hat schon ordentlich reingeschallert bei mir. Ich bin ein bisschen zu weit gelaufen, ich muss nochmal hier lang.
Weil Nergigante ist halt wirklich schon ziemlich weit am Ende. Und es ist noch bitterer, dass er fast tot war und ich dann immer noch gegen den, dass ich dann noch gegen den gestorben bin. Weil ich zu früh ausgewichen bin. Das ist halt. Das tut weh. Warte, ich brauche noch Pilze, ne? Tschüss. Die Vesperiden hauen wir nicht ab, die bleiben ja noch da. Bum, 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 bum. Stiefel, Stiefel, Stiefel. Man muss aber auch dazu sagen, wir hatten eigentlich mit 19 echt Glück gehabt, dass wir durch dieses Early Game gekommen sind, um zum Radebahn und dann eigentlich eine gute Rüstung hatten. Plus das die Radebahnrüstung, die ja allgemein schon eine gute Verteidigung hat. Okay. Ist das hier natürlich mit der Knochenrüstung dann wieder ein bisschen schwieriger, vor allem dann noch mit diesen schönen Jagdhorn, was allgemein schon gefühlt ein Handicap ist, zumindest für mich. Aber wir müssen ja auf die späteren Hörner warten. Jetzt sind wir ja noch bei den Anfangshörnern. Ich weiß nicht, wie die späteren Hörner aussehen. Weil ich habe wirklich sehr selten Jagdhorn gespielt. Mit Schwert und Schild, da kenne ich mich aus. Mit Schwert und Schild, da. Da kenne ich mich aus mit. Da weiß ich, wie ich mich bewegen muss. Da weiß ich, was ich machen muss. Damit kenne ich mich aus. Aber hier mit den Jagdhornen, puh. Großschwert zum Beispiel, Großschwert kenne ich mich auch null aus. Ich hatte mir überlegt, zum Üben Raumschiff für Star Wars zu machen, schau so DLC an. Oh oh. Sind so viele inzwischen, dass die insgesamt 60 Euro kosten? Jetzt werden mit RIP, Alter. Wenn du sowas üben möchtest, dann. Na gut, ne, du willst ja so. Ah, du willst ja bestimmt so ein Space-Setting reingehen. Oh, der Kaktus ist da. Nice. Weil dann hätte ich jetzt einfach gesagt, so, hey, so. Zugsimulatoren und allgemein so Fahrgeschäftssimulatoren. Da bist du, also da kannst du. Da bist du sehr hoch angesehen, wenn du dann eine gute Mod machst. Zum Beispiel Euro Truck Simulator hat auch eine sehr hohe Modding-Community. Oder jeder mögliche Train Simulator hat auch eine extrem insane Modding-Community. Das ist, wo ich sage, Alter, Hut ab. Und wenn du noch ein bisschen mehr Challenge haben möchtest, gerade was so. I don't like trains. Oh. Es gibt ja auch, ne? Für Microsoft Flight Simulator gibt es bestimmt auch einiges oder so. Was du auch noch machen kannst, aber das ist dann mit Animationen gleich direkt. Zwei Steine, stimmt. Was du auch machen kannst, das ist aber gleich mit Animationen zurecht. Es gibt ein Spiel, das heißt You Only Move is Hustle. Okay. Da könntest du quasi Charakter erstellen mit Moveset etc. Ist ein sehr interessantes Spiel. Was mir sehr viel Spaß macht. Kostet auch bis 5 Euro. Ist ein schöner Zeitvertreib.
Ich hätte ja auch gesagt, so ja, Minecraft-Mods könntest du ja auch machen. Das Problem ist, Minecraft-Mods braucht, glaube ich, schon Coding dazu. Oh, warte, da unten sind gerade die Teile hier, da kann man das gleich mal, ausnutzen. Können wir es gleich mal für Kreiche ausnutzen. Nein, nicht für Kledertreffen. Nein! Ja! Wir brauchen Kreiche. Ja. Uppala. Wie kannst du verfehlen? Er steht direkt vor deiner Nase. Den gleichen Song nochmal, den gleichen Song nochmal. Könntest du bitte stehen bleiben? Dankeschön. Irgendwo an der Wand war noch einer da. War hier nicht noch irgendwo einer? Ich sehe die im Hellen so schlecht. Junge, was bei dir? So, ein noch. Wie gesagt, das hat niemand gesagt, dass ich jemals gute Tipps geben muss. Aber ja, wie gesagt, bei Unimove's Hustle, da würde ich sogar unterstützen, weil das ist ein Spiel, was ich sehr gerne weiter supporten möchte. Weil es macht halt schon echt Bock. Oder. Aber ich weiß nicht, wie es da abhängig ist. Aber ich glaube, da müsstest du nichts modeln. Stronghold hat zum Beispiel auch eine gute Community, was Mods angeht. Warte, ich kann das reinschreiben, das Spiel. Only move is hustle. Ja. Das hat auch Steam Workshop Support. Ich meine, es ist ziemlich janky, es sieht ziemlich janky aus und so, aber es ist für den Anfang so ein Test und so, ne? Was so Animation angeht, etc., wäre das vielleicht nicht schlecht. Ist jetzt nichts mit Modeling und so, aber egal. Ich empfehle es trotzdem. Was ist das Hauptargument ist nicht vorhanden. Korrekt. Sonst machst du einfach irgendwelche Lego-Modelle oder keine Ahnung. Irgendwas. Get Honkai Mods, let's go. Wenn du nichts zu sagen hast, dann sag einfach nichts. Ich bin der Streamer, ich muss was sagen. Ich kann nicht einfach still sein. Alter, ich bin schon dran vorbeigerannt. Okay, Gesundheit.